Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, dass ihr auch kurze Nägel mit dem Kreativset Summer Beach ja ein super frisches sommerliches Aussehen verleihen könnt. Ohne großen Aufwand, ist also auch für Anfänger geeignet und ihr seht ja hier an der Hand, die ist jetzt nämlich schon fertig. Wir haben auf zwei Nägel was Besonderes mit diesem Nail Patch, wo diese Palmen so drauf sind aus dem Set. Ich habe mir da einfach was zurechtgeschnitten und nur Teile drauf geklebt, habe ein bisschen mit schwarzer Gelmalfarbe nachgeholfen und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch gleich. So, ich habe die beiden Farbgele aus dem Set, einmal das Golden Orange und einmal das Golden Pink benutzt. Und zwar hier auf dem Mittelfinger und auf dem Ringfinger möchte ich einen Farbverlauf gestalten, sozusagen vertikal. Und was ihr dafür braucht, ist am besten einen guten Full-Cover-Pinsel. Das geht am einfachsten. Ich habe hier auf dem Nagel schon den Aufbau vorgearbeitet. Und zwar arbeite ich den Aufbau heute mit dem Builder Crystal Clear. Zeige ich euch auch noch, weil es sehr warm ist. Und ich brauche zwar ein Gel, was sich schön glatt zieht und auch nicht so dick viskos ist, da wir keine dicken Nägel kreieren wollen, aber dennoch nicht so stark in die Ränder fließt bei der Hitze. Und dafür ist das Builder Crystal Clear eigentlich ganz gut geeignet. So, wie gesagt, ich habe den Aufbau vorgearbeitet. Die Schwitzschicht lasse ich drauf, weil, also ich muss jetzt hier nichts mehr feilen, der hat sich so schön glatt gezogen und deshalb reicht mir das so. Wenn ihr natürlich möchtet, könnt ihr den Aufbau vorbefeilen, sodass alles schön geglättet und gleichmäßig ist. So, ich zoome jetzt nochmal ein Stückchen näher dran, dass ihr das sehen könnt. Zunächst nehme ich mir etwas von dem Golden Pink auf. Ich benutze den Multipinsel 3D, den ich super, super gerne mittlerweile für Fullcover und so weiter benutze und halt auch für den Aufbau zum Modellieren. Gerade bei so kurzen, kleinen Nägeln ist der wirklich super gut. So, ich arbeite jetzt erstmal eine dünne Schicht. Ups, jetzt haben wir hier ein Fusselchen drin. So, die erste dünne Schicht. Achtet darauf, dass ihr schön sauber arbeitet an den Rändern. Ich bin jetzt hier gerade schon dran gestupst. Da nehme ich mir jetzt einfach einen feinen Pinsel und versuche mir das so ein bisschen aus dem Rand rauszuwischen. Oder ihr könnt auch einen Pro-Pusher oder sonst irgendwas zu Hilfe nehmen. Wichtig ist wirklich, dass ihr das dann aus dem Rand rauswischt. Zum einen liftet sich das sonst und zum anderen sieht es natürlich nicht schön aus. So, also wie gesagt, Farbe auf einer Hälfte verteilen. Dann mache ich den Pinsel sauber, nehme mir jetzt das Golden Orange und verteile dieses auf der anderen Hälfte direkt nebendran, um halt diesen Farbverlauf auch zu gestalten. Wische ich direkt schon in das Golden Pink mit rein. Auch hier versuche ich wieder schön ordentlich zu arbeiten. Und da wir auf dem Aufbau arbeiten, versucht wirklich in dünnen Schichten zu arbeiten. Das muss jetzt noch nicht super top deckend sein. Arbeitet lieber in 2 bis 3 dünnen Schichten, als dass ihr euch da super Farbe drauf klatscht und das nachher nicht schön aussieht und dann halt auch nicht mehr eine tolle Wirkung hat, sondern einfach nur noch klobig aussieht. Deshalb empfehle ich euch, nehmt halt dünne Schichten. So, ich tupfe jetzt noch mal ein bisschen was nach. Das könnt ihr je nach Geschmack machen. So wie euch der Farbverlauf halt dann gefällt. Also beim ersten Mal muss er jetzt noch nicht ganz so perfekt sitzen. Wir tragen ja, wie gesagt, noch ein paar Schichten auf. So, und das Ganze lasse ich jetzt einmal anhärten, weil ich habe ja nur dünne Schichten verwendet. Da reicht es, wenn ihr das anhärten lasst. Verwendet ihr dickere Schichten, solltet ihr immer jede Schicht 2 Minuten durchhärten. Nach dem Anhärten mache ich quasi das Gleiche nochmal. Ich nehme mir zuerst das Golden Pink auf, streiche das auf die Hälfte, wo ich sie hinhaben möchte, die Farbe. So. Und also ich denke, ihr könnt erkennen, dass man mit dem Pinsel auch wirklich das Gel gut verteilen kann. Und dass man damit wirklich auch sauber an den Rändern halt arbeiten kann. Dafür ist der wirklich super geeignet. Und halt auch für 3D-Gel. Also ist wirklich ein echtes Multitalent. So. Und auf die andere Hälfte wieder das Golden Orange. Also ich hoffe, ihr könnt sehen, was ich hier mache. Müssen wir mal wieder gucken, dass ich auch im Bild bin.
ja, irgendwie, ich bin heute, oder ich bin ein bisschen erkältet, da fällt mir heute alles irgendwie ein bisschen schwerer. Aber ich wollte trotzdem ein Video für euch machen. So, und jetzt streife ich meinen Pinsel am Zebra ein bisschen ab und gehe jetzt nochmal in die Mitte. Also ich denke, die Technik kennt ihr ja schon. Meine Kollegin, die liebe Linny, die hat das ja auch schon mal gezeigt, dass man so einen tollen vertikalen Farbverlauf gestalten kann. Ja, ich finde das super klasse. So, und dann nehme ich mir immer mal noch so ein bisschen was nach. Wenn ich der Meinung bin, mir fehlt noch ein bisschen Farbe oder ich bin zu weit auf die eine Hälfte gerutscht oder so. Jo. Und so könnt ihr das Ganze ein bisschen nacharbeiten und euch so gestalten, wie ihr das möchtet. Und wichtig ist, dass ihr halt in einer schwebenden Bewegung arbeitet. Ne? Also nicht so aufdrücken, sondern wirklich in einer schwebenden Bewegung. Und dann lässt sich das Gel auch wirklich super schön verteilen. Und das Ganze lassen wir jetzt für 2 Minuten durchhärten. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich das French Design gestalte. Jetzt zeige ich euch, wie ich das French Design gestalte. Und zwar hier seht ihr es am kleinen Finger. Ich habe das sozusagen einmal hier das Pink hingelegt und einmal dort das Golden Orange. Das machen wir jetzt einmal. Ich nehme dafür einen feinen Striper-Pinsel. Ihr könnt jeden feinen Pinsel dafür benutzen. Mit einem Striper klappt das für mich persönlich am besten. Und zwar Naturnägel natürlich vorbereitet etc. Ich habe jetzt da eine Schutzschicht für den Naturnagel noch über dem Bonding-Gel aufgetragen. Und jetzt arbeite ich quasi in die Schwitzschicht mit dem Farbgel und trage mir das einmal so schräg über den Nagel auf. Das muss jetzt keine exakte, super akkurate Linie sein, sage ich jetzt mal. Also sie sollte natürlich jetzt nicht super fransig sein, aber es muss jetzt auch nicht so penetrant gerade sein, sage ich jetzt mal. So. So lasse ich das jetzt einmal anhärten und auf die andere Hälfte tragen wir dann gleich das Golden Orange. Nach dem Anhärten gehe ich in das Golden Orange und trage mir das halt auf die andere Hälfte auf. Also wie gesagt, ihr müsst jetzt hier keine Smile-Line kreieren. Das ist jetzt eher so ein bisschen was Abstraktes. Ihr habt ja gesehen auf dem kleinen Finger, ich habe da noch so einen Streifen dran gesetzt und ein paar Punkte. Und hier, wo die beiden Farben sich treffen, also die verblenden sich eigentlich quasi von alleine. Ihr müsst da nicht großartig noch was machen. Hier oben ziehe ich so eine kleine Ecke raus. Und wie gesagt, also das muss jetzt nicht so aussehen wie eine Smile-Line, wie eine gewöhnliche Smile-Line. Wie gesagt, es ist eher ein abstraktes French. So. Okay. Und das lasse ich jetzt 2 Minuten aushärten und hole euch gleich wieder mit dazu. Nach dem Aushärten wird weiter dekoriert quasi. Ich habe mich für die Gelmalfarbe schwarz entschieden. Ihr könnt natürlich auch weiße Gelmalfarbe benutzen oder Acrylmalfarben. Und zwar möchte ich jetzt dieses Streifendesign bzw. auch die Punkte gestalten. Dafür nehme ich mir wieder meinen Striper-Pinsel, nehme etwas schwarze Gelmalfarbe auf und ziehe mir den Streifen von hier oben nach hier unten. Ich hoffe, ich sitze jetzt in einer ganz merkwürdigen Perspektive. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, also es ist jetzt nicht ganz so gut gelungen. Wie gesagt, ich sitze in einer merkwürdigen Perspektive. Ihr zieht, also ihr setzt an mit dem Pinsel und dann ganz zaghaft nach unten und dann mit so einer kleinen Spitze auslaufend. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich werde mich mal kurz ein wenig seitlich irgendwie um die Kamera winden, dass ich euch das besser zeigen kann und zoome mal ein kleines Stück raus, dass ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe. So, mein Modell biegt sich jetzt hier auch gerade ein bisschen. Wir machen jetzt ein bisschen Sport. So, also Gelmalfarbe ist am Pinsel, ansetzen. Und ziehen. So. Hier oben könnt ihr noch ein bisschen nachbessern, wenn ihr das möchtet. Und ja, und jetzt setze ich die Punkte. Dafür nehme ich mir auch einen feinen Pinsel, weil ein Spotty ist mir immer zu breit, gerade bei so kleinen Nägelchen. Und jetzt setze ich mir die Punkte so, wie ich sie haben möchte. Also ihr müsstet auch nicht unbedingt Punkte setzen. Ihr könnt auch noch einen Streifen nehmen, wer das mag. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und so schaut das Ganze dann aus.
Und ja, das lasse ich jetzt auch wieder anhärten und dann zeige ich euch, wie wir den Sticker verwenden. Nach dem Aushärten schneide ich mir jetzt einen Sticker zurecht. Und zwar, das ist ja das Nail Patch, was in dem Kreativset enthalten ist. Und zwar, wir haben uns ja dafür entschieden, einmal Palm und einmal Blümchen zu nehmen. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Und zwar die Palm, da haben wir uns für diesen Sticker entschieden. Ich habe mich hier für die unteren Palmen entschieden. Die habe ich ausgeschnitten. Also ich habe hier diesen Bogen weggeschnitten und hier einmal diesen Streifen. Und bei den Blümchen haben wir uns hier bei diesem Sticker, habe ich hier quasi drumherum geschnitten. Also diese Streifen sozusagen habe ich rausgeschnitten und nur diese Blümchen und habe die dann, wie ihr sehen könnt, so seitlich draufgesetzt. Also hier an dem Nagel könnt ihr es sehen. So habe ich die dann draufgesetzt. Das sieht total schick aus, wie wir finden. Und ja, ist auch gar nicht schwierig. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Palmen zurechtgeschnitten habe. Einfach eine Nagelschere nehmen, euch das Motiv eurer Wahl aussuchen und dann einfach in die Größe schneiden, die ihr haben wollt oder das Motiv, was ihr haben möchtet, ausschneiden. Das ist kein Problem bei den Stickern. Also ihr müsst die nicht unbedingt als Fullcover anwenden. Ihr könnt euch auch Teile rausschneiden. So, jetzt werde ich hier nochmal diesen Streifen wegschneiden und auch so ein bisschen hier dieses, das untere, das werde ich mir gleich mit einer Gelmalfarbe, mit meiner Gelmalfarbe Schwarz nacharbeiten. Sonst lässt sich das ein bisschen blöd positionieren. So, und jetzt, ich zeige es euch nochmal im Ganzen. Jetzt könnt ihr, denke ich, mal sehen, dass ich mir jetzt hier nur diese kleinen Palmen ausgeschnitten habe. Und die bringen wir jetzt erstmal auf den Nagel auf. So, ihr wisst ja, wenn ihr diese Sticker anwendet, den Nagel bitte nicht anmattieren. Sonst sieht man das halt. Also die Pfeilstreifen darunter sozusagen. So, und jetzt platziere ich mir die Palmen dorthin, wo ich sie hinhaben möchte. Wir wollten die ja so leicht schräg sozusagen haben. So. Und dann drücke ich den Sticker fest. So. Schwupps. So, und da wir hier unten ja jetzt was Fehlendes haben, nehme ich mir nochmal meine Gelmalfarbe Schwarz und meinen Striperpinsel und setze dort einfach das Stückchen, was fehlt, an. Also ich male quasi einen kleinen Hügel einfach hin, der dann halt so ein bisschen über das French drüber geht, also über die Spitze des Nagels. Also eurer Kreativität ist da wie immer keine Grenze gesetzt. Malt es einfach so auf, wie euch das gefällt. Ich habe mich, wie gesagt, für so einen kleinen Hügel entschieden. So, und dann ummantel ich das Ganze noch so ein bisschen hier vorne, damit das Ganze nicht abplatzt. Und hier zwischen ziehe ich einfach die Farbe so ein bisschen raus, wie so ein, ja, wie so Grashalme, kleine Graspüschel. Also das kann man machen, das muss man nicht. So. Gut. Und fertig ist sozusagen unser Design. Das lassen wir jetzt noch anhärten. Dann nehme ich mir eine Schicht von dem Fibertech. Ihr wisst ja, damit arbeite ich super gerne. Und ja, damit versiegel ich sozusagen den Sticker. Ja, und dann versiegeln wir komplett und dann zeigen wir euch das fertige Endergebnis. Mir ist gerade noch eingefallen, ich hatte euch ja gesagt, ich zeige euch nochmal den Aufbau mit dem Builder Crystal Clear. So, also ich nehme mir eine kleine Menge auf und setze die wie immer hier im hinteren Bereich ab. So ein kleines Tröpfchen und dann schiebe ich und drücke ich nach oben und zu den Seiten. Ihr könntet euch auch eine, ja, so eine kleine Fließschicht auftragen, wer das möchte. Das verhindert unter anderem auch, dass das Gel in die Ränder läuft. Und ja, allerdings würde ich damit keine Überlänge arbeiten, ne? Also dafür ist es natürlich zu flüssig. Das ist ganz klar. Dafür gibt es dann natürlich andere Gele, aber für kurze bzw. moderate Studiolängen ist das gar kein Problem. Und ihr seht, denke ich mal, auch, dass sich das wirklich schön glatt zieht. Ich gucke jetzt auch nochmal seitlich drauf. So, bei so kurzen Nägeln brauchen wir nicht viel an Aufbau. Das ist mehr oder weniger nur einmal den Nagel so ein bisschen großzügig überziehen sozusagen. Und ja,
Und wenn das Ganze durchgehärtet ist, dann werde ich das auch nochmal so ein bisschen in Form feilen, weil der noch nicht so ganz die Form hat wie die anderen. Das war, weil der Naturnagel auch so ein bisschen weicher war. Und ich auch nicht wollte, dass vorne die verlängerte Spitze schon abbricht. So könnt ihr das nämlich auch machen, wenn ihr mal eine Verlängerung gemacht habt und die nur so ganz minimal vorne am Naturnagel noch dran ist und ihr dann beim Auffüllen Angst habt, dass die dann wieder abbricht. Lasst einfach die Form und feilt sie dann später zurecht. Das nur mal als kleiner Tipp am Rande. So, das Ganze wie gesagt 2 Minuten aushärten lassen, dann feile ich in Form, versiegelt das Ganze und dann zeigen wir euch aber wirklich das Endergebnis. So, meine Lieben, das ist jetzt das fertig versiegelte Endergebnis. Also wir finden es richtig klasse. Ich zoome jetzt gerade noch ein bisschen näher dran. Also wir finden es richtig schön mit den Blümchen, den Palmen und dem ja abstrakten French Design. Wir finden es klasse und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass ihr auch bei kurzen Nägeln etwas mit dem Kreativset Summer Beach anstellen könnt. Und ja, die Nägel müssen nicht immer lang sein, um schick auszusehen. Also meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Bis bald. Ciao.